40 Sekunden habt ihr noch. Ja, dann kommt die BAG-Selbsthilfe nochmal. Warum ist es wichtig, den Begriff schwerwiegende Erkrankung entweder zu spezifizieren oder gar darauf zu verzichten? Frau Dr. Droger, ganz kurz. Ja, also wir haben natürlich auch die Befürchtung, dass der MDK relativ restriktiv die entsprechenden Begriffe auch auslegt. Insoweit würden wir uns freuen, wenn der entsprechende, wenn die entsprechende Norm noch etwas spezifiziert wird. Im Referentenentwurf war ja die Chronikerregelung als Anknüpfungspunkt genannt, was ja eine höhere Hürde ist als, das jetzt, als die jetzige Formulierung. Wir würden es gut finden, wenn gesagt würde, dass mindestens beim Vorliegen einer Erkrankung der Chronikerregelung oder deren Hauptsymptome von einer schwerwiegenden Erkrankung im Sinne des Gesetzes auszugehen ist. Dankeschön.